Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zum nächsten Mal von Colony Survival. Wir bauen hier weiter fleißig an allen Stellen gleichzeitig. Haben jetzt auch ein paar mehr Workbenches, die wir auch gleich mal bauen werden. Da wir schließlich so viele Pfeile von den Leuten verlangen, dass sie diese Menge an Equipment, die sie herstellen sollen, gar nicht schaffen können. Also das ist nicht realistisch schaffbar von zwei Leuten. Deswegen erweitern wir mal auf vier Leute und hoffen, dass es damit besser geht. Und mein Shop hat auch gerade viel zu viel Geld, was natürlich nice ist, weil halt wahrscheinlich die Weed Seeds nicht mehr gekauft werden. Deswegen könnten wir jetzt halt mal anfangen, Sachen zu kaufen, die wir für irgendwelche exquisiten Sachen bräuchten. Also so ein Cake würde ich gern mal konstant bauen. Flor haben wir Zucker, Butter und Ei. Zucker, Butter, Ei. Zucker, Butter, Ei. Zucker, Butter, Ei. Zucker, ja, dafür Sugar Crane, davon brauchen wir auf alle Fälle immer 10. Zucker, Butter, ich habe keine Ahnung, woher ich Butter bekomme. Und Zucker, Butter, Ei, glaube ich, war es, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Dann haben wir jetzt mal 10 Eier gemacht und höchstwahrscheinlich muss ich dann die Butter auch irgendwie, hoch, das sollte dann nicht sein, auch irgendwie speziell erstellen. Zucker, Butter, Ei. Zucker, Butter, Ei. Und so ein Gem Bunny wäre auch ganz cool. Berry und Sugar. Ja, Moment, dann sollten wir mal viel, viel mehr Zucker hier kaufen, ganz offensichtlich. Zucker auch Infinite. Dann kaufen wir hier jetzt halt im Moment wirklich immer Zucker. Aber keine Buttermilch. Gottenmilch. Ja, ich habe Milch, aber ich hätte gerne Butter. Butter, Butter, Butter. Stellt ihr Butter her? Na, Tatsache, Butter, zweimal Milch. Na dann, 10-mal Butter, dann kauft ihr auch bitte hier noch Milch. Und zwar 20 davon. Dann werde ich vielleicht bald noch eine Münzpresse brauchen, aber auch nur, wenn ich dafür nochmal auch eins erweitere an Goldernte unten, weil sonst sind wir gerade ganz gut ausgeglichen. Was ich jetzt brauche, ist noch mehr Food. Das ist die einzige Möglichkeit, auf Dauer die Ernährung hier sicherzustellen. Also ich meine, ich habe momentan, muss man nicht drüber diskutieren, einen extremen Überschuss. Aber das ist nicht ewig so. So, die Farmer, wir haben genug für zwei Felder, 80, 160, 240, wahrscheinlich sogar für drei, wenn ich mir das so anschaue. Und deswegen bauen wir jetzt das alles mal. Das letzte ist ein bisschen kleiner geworden, aber das ist okay. Eigentlich könnte ich hier dafür Schluss machen mit dem... Vielleicht ist es doch nicht okay. Ne, wisst ihr was? Wir machen die alle gleichmäßig. Wir machen hier drei gleichmäßige. Das bedeutet hier mal 5, 80, mal 5, 80 und nochmal hier. Mal 5 und so. Mit... Na, du warst falsch, weil hier ein Sugar Crane zu viel ist. So, 5 mal 80. Sollte jetzt genau ausgehen. Auf 80, ja, perfekt. Dann haben wir hier nochmal drei Weizenfarmer und natürlich drei Jobs, die wir wieder befüllen müssen. Aber das können wir uns ja gerade leisten. Und Flachs bekommen wir in wunderschönen Mengen gerade. Das ist ganz ordentlich. Und wenn wir... Na, das ist das große Problem. Wenn wir das irgendwie erweitern wollen... Bleiben uns nur noch ein paar Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1. Endlich mal auf das eingehen, was ihr gesagt habt. A.k.a. Sachen oben anpflanzen. Also, ach verdammt, jetzt bin ich in meinen eigenen Burggraben gefallen. Sachen hier oben anpflanzen. Aber da müsste ich hier irgendwo so eine Art Gewächshaus bauen. Das wäre aber vielleicht eine Idee. Vielleicht über dem hier oder da drüber, da hinten, ja, irgendwo, wo es nicht so stört. Oder, das würde ich ganz anders machen und ich würde das Gewächshaus hier ganz eigen mit so einer Treppe rüberbauen, dass ich hier dann den Eingang zum Gewächshaus hätte, weil hier habe ich so einen großen freien Platz, dass ich da noch ein riesiges Gewächshaus draus machen könnte. Wäre vielleicht eine Idee, wenn wir mal über 1000 Kolonisten oder so kommen wollen. Dann bekommen wir gerade wieder ganz gut Holz, weil die das alles abbauen. Ich bin stolz auf euch. Ich müsste mir mal ein paar Iron Ingots hier reservieren, damit ich irgendwie mal den Anvil bauen kann. Ansonsten komme ich ja nie dazu. Carpet Blue haben wir gerade wieder. Dann schauen wir mal ganz kurz, ob wir den hier irgendwo anbauen können. Haben wir schon wieder... Ja, wir haben schon wieder ein paar Coated Planks. Ich weiß gar nicht, auf wie viele ich eingestellt habe, dass produziert werden. Wahrscheinlich gar nicht so viele, aber ich brauche auch nicht so viele. Die Treppe muss fertig werden und das war's dann schon.
Oh, und dann, wenn ich den Wald hier wegmachen würde, dann wäre es sogar noch ein bisschen hübscher, wenn ich ehrlich bin. Machen wir mal kurz den Wald hier weg. So. Bauen uns nach oben. Dankeschön, Waldi, dass du uns hier so freiwillig Platz machst und keinen Stress machst. Genau, verschwinde. Viele Blöcke hast du nicht mehr. Und das sind noch die allerletzten Blöcke da, die du hattest. So, damit haben wir den Wald auch schon mal weg. Dann haben wir hier eine größere freie Fläche. Das sieht vielleicht ganz nice aus. Hier die Bäume schließlich müssen auch irgendwann weg. Alle Bäumchen müssen weg. Die müssen nur kontrolliert angebaut werden. Dann beim Anpflanzen sind derzeit, ja, wahrscheinlich müssen sie gleich noch eine Ladung nachkaufen. Ja, ein bisschen ist ihnen das Saatgut ausgegangen, aber nur minimal. Ich glaube, wir kaufen da gleich nochmal genug nach. Also das dürfte auf Dauer kein Problem sein. Wir haben wieder 6 Coated Planks bekommen. Und natürlich noch Carpet Blues. Blaue Stoffteppiche, die können wir dann auch gleich mal hier anbauen. Hier hin, dann sieht es wieder schöner aus. Damit bin ich noch nicht zufrieden, aber das kommt noch. Dann rote haben wir wieder. Wie viele produziere ich denn von euch? Jetzt schauen wir mal ganz kurz nach. Produziere ich euch gar nicht da? Ne, ich produziere euch wahrscheinlich beim Schneider, oder? Ja, hier 10. Machen wir mal 20. 20. 20 und du kriegst noch ein bisschen Hilfe bei deiner Schneiderstation. Du kriegst 2 Leute mehr. Zweimal Flachs. Iron brauche ich auch. Und was brauchst du noch? Planks. Fancy Schmancy habe ich gerade das Achievement bekommen, aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Moment, ich tippe mal kurz raus, was mich interessiert. 10 Coated Planks in the Stockpile. Oh. 10 davon, die sind anscheinend wirklich exquisit. Sage ich jetzt mal dazu. Deswegen kriegt man sogar ein Achievement dafür. Cool, oder? So, 2 neue Tailor Jobs. Ich baue euch auch hier 3 nach. Ich könnte sogar hier 3 hinbauen. So, dann holen wir uns ein paar neue Leute dazu. Also gleich wirklich viele. Jetzt haben wir 9 Uneingestellte. Aber euch brauchen wir gerade noch nicht unbedingt. Das ist eher Zukunftsmelodie. Peanut Butter Jelly. Genau, ihr könntet mal Peanut Butter Jelly Time hier draus machen. Achso, das ist auf 0 eingestellt. Ja, Moment, dann macht mal hier bitte Jam Filled Bun. Mich interessiert nämlich unglaublich, wie viele Ressourcen die geben. Deswegen warte ich jetzt kurz, bis ich sehe, dass sie es craften und nimm es dann gleich raus. Craftest du? Ne, du craftest noch mehr Bellies erstmal. Peanut Butter Jelly Time. Ich hoffe, jeder von euch kennt Family Guy. Könntet ihr mal bitte damit aufhören und erstmal. Ja, nein, 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 du sollst doch Brot damit machen. Ich glaube, das Brot geht instant weg, oder? Ja. Na, da, der Erste erstellt's. So, jetzt müssen wir nur darauf warten, dass es abgibt und dann uns instant schnappen. In dem Moment. Mich interessiert nur, ob das Food Value viel höher ist als 3. Also ob sich das rentiert oder ob das Schwachsinn ist. Weil wenn das jetzt halt irgendwie mit 6 oder 7 oder so wäre, dann wäre es das sowas von wert. So. 4,5. Na. Nicht unbedingt wert, aber es sieht cool aus. Deswegen hat es seine Daseinsberechtigung. Kuchen will ich auch immer 5 Stück haben. Kann irgendjemand von euch schon Kuchen herstellen? Baked Potatoes, dazu bräuchte ich noch was anderes. Weiß eigentlich jemand, wofür meine Kohle weggeht? Ich habe keine Ahnung, was von meinen ganzen Sachen hier Kohle verbraucht, wenn ich ehrlich bin. Also wirklich gar keinen Plan. Wir kommen gerade mit den Grindstones nicht hintereinander. Wir haben hinterher. Wir haben viel zu viel Weizen momentan. Dann bauen wir mal wieder einen Grindstone mehr. Ofen, wie sieht's da aus? Da kommen wir momentan noch ganz gut hinterher. Na gut, dann lassen wir das jetzt erstmal so. Clay haben wir auch echt viel. Schauen wir nochmal hier ganz kurz, was haben wir noch? Adobe müssten wir gerade mal hergestellt haben. Genau. Ich glaube, ich sollte mal irgendwo ein paar dieser Blöcke so nebeneinander bauen, damit ich die anschauen kann. Oh, nee. Nee, die schauen ja echt schlecht aus. Das Einzige, was du aus denen vielleicht machen kannst, ist hier einen ordentlichen Höhleneingang, der ein bisschen besser aussieht, aber auch nur minimal. Ich glaube, das ist es aber nicht wert. Nee. Nee, so viel besser sieht das. Wobei in Masse wird es vielleicht edler aussehen, aber dafür braucht das schon wirklich Dirt for Rich People. Schauen wir mal, was wir noch haben. Davon bin ich nämlich nicht überzeugt. Alles
Black Planks, davon könnten wir vielleicht mal 5 herstellen. Und Red Planks auch 5. Das sieht vielleicht edel aus. Ein Anvil hätte ich auch immer gern. Eine Sawmill, dafür habe ich doch gerade meine Iron Bars eigentlich geschnappt oder auch eben nicht. Wisst ihr was? Ich hole mir auch noch einen Miner unten, der sich um Iron kümmert, dass wir mehr Iron herholen. Ich meine, wir haben eh gerade 8 uneingestellte Leute. Da können wir gerade fast gedankenlos hier Leute erweitern. Auch mal einen auf Gypsum stellen. Und wisst ihr was? Ich stelle 2 auf Kupfer ab. Das ist mir jetzt Latte. Gold hätte ich gerne mehr, aber für mehr Gold müsste ich erstmal Glück haben und welches finden. Wow. Okay, also für das, dass ich am Anfang mit Gold so hart unlucky war, war das gerade. Ich glaube, alles Luck, was ich in den nächsten 20 Episoden haben werde. Also ich glaube, ich werde jetzt 20 Episoden lang kein Gold mehr finden. Weil. Oh, lol. Okay, nee, es läuft gerade, Leute. Es läuft. Dann hauen wir hier auch gleich noch eine Person drauf. So. Die Mine ist voll beladen mit Leuten. Echt krass, wenn ich mir das so anschaue. Red Planks haben wir hergestellt und Black Planks auch. Schauen wir uns die mal beide an. Bin ich mal gespannt, wie die aussehen, Leute. Das machen wir aber am besten da oben. Vielleicht eignet sich irgendwas als Bodenfläche oder wenigstens als Königsraumfläche. Also hier. Black, Red. Irgendwie das macht schon was her, dieses Schwarze. Ich glaube, wenn der ganze Raum davon ist, könnte das geil aussehen. Moment, das probieren wir hier mal. Das ist nämlich hier mein Königsraum. Oh, das sieht schon edel aus. Okay. Black wird der Königsraum. Und wir könnten dann. Wie macht sich Rot direkt da dran? Nicht mal schlecht. Dann machen wir hier in der Mitte einen edlen Weg aus rotem Holz. Das sieht ganz nice aus. Ja, damit kann ich leben. So, das machen wir doch gleich mal hier überall hin. Dahin, dahin. Na, jetzt habe ich das leider kurz abgebaut. Den Kerl mit dem Bogen, den will ich aber selbstverständlich hier wieder haben. Ich glaube, ich habe gerade eh so eine Übereinstellungsquote von Leuten, dass ich hier mal 3 endlich positioniere. Dann habe ich hier wirklich ein richtig gutes Backup, wenn irgendwas los ist. Dann haben wir wieder richtig viel Carpet Yellow, dass wir hier endlich mal die Outline ziehen können. Outline ist auch irgendwie mein Wort des Jahres hier in diesem Spiel, ne? Aber es macht Fortschritte. Hier haben wir dann einen schönen Übergang. Das alles wird rot. Hier haben wir dann blau. Brauchen aber mehr Fackeln unbedingt. Das sieht gerade saugrün aus. Hier kommt dann rot hin. Davon haben wir auch noch eine Handvoll. Aber leider nicht allzu viele. Das kommt dahin, dann bis dahin, dann wird es hier schwarz. Und haben wir jetzt halt endlich hier oben unsere. Ne, wir bekommen immer noch zu wenig Wasser. Das ist echt krass. Oh mein Gott, wir haben das auf null gestellt. Wir haben 4 Leute die ganze Zeit eingestellt, die keinen. Deswegen sind diese Flaschen nie runtergegangen. Da hat nie jemand gearbeitet. Toll. Blau, was haben wir hier noch? Yellow, glaube ich, hätten wir hier gerade noch gehabt. Blue, Black, Magenta, Orange wäre vielleicht. Red Clay. Vielleicht bauen wir davon auch mal einen, damit ich den mal sehe. Und dann können wir irgendwann mal unseren Turm anbauen. Wobei ich halt echt nicht weiß, wo ich den Turm hinbauen möchte, wenn ich ehrlich bin. Also die Idee ist jetzt halt genau. Moment. Ich könnte diesen edlen Übergang gleich als Übergang zu meinem Gewächshaus und zum Zaun hernehmen. Dass ich dann wirklich hier mein Gewächshaus hinmache. Ey, sind da viele Zombies. Oh mein Gott. Schaut euch das an, Leute. Boah, da hinten sind noch mehr. Oh mein Gott. Aber irgendwie gehen alle von der einen Seite. Nee, da gehen noch ein paar von der anderen Seite. Nee. What? Wieso kommen alle von der Seite? Oh Gott, Hilfe. Ich will wieder ins Haus. Wieso kommen alle von der rechten Seite? Das verstehe ich gerade nicht ganz. Also ich finde es interessant, aber verstehen tue ich es nicht. Lol. Ja, echt krass, wie viele das momentan sind. Ey, ich komme gerade nicht in mein eigenes Haus. Oh Gott, die kommen auch von hinten. Ich sprinte da jetzt einfach kurz rein.
Boah, ich brauche da oben, glaube ich, noch ein paar Bogenschützen, die einfach nur ein bisschen hier die Massen auszehren. Und echt mehr Eisen. Wir brauchen mehr Arrows. Also mindestens 2000 Arrows brauchen wir wirklich hier bald am Tag. Wenn ich mir das hier anschaue. Ich meine, schau dich nur die Menge an Zombies an, ey. Oh mein Gott, jetzt habe ich gerade irgendeine Taste gedrückt, dass ich meine Maus hier eigenartig anzeige. Ich hoffe, das sieht man gerade nicht auf der Aufnahme. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade gedrückt habe. Und ich glaube nicht, dass ich es rückgängig machen kann. Okay, gut. To enable flying. Nein, ich möchte flying nicht enablen, bitte. Jetzt habe ich hier in der Mitte irgendwie immer dieses Kreuz, wo ich was platziere. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut oder schlecht finden soll. Ich will es eigentlich wieder weghaben. Oh mein Gott. Ich glaube, ich kann das nicht mehr wegmachen, oder? Gameplay? Nee. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich gedrückt habe, Leute. Es tut mir leid. Aber der Part heute ist schon wieder zu Ende. Ich hoffe, euch hat es mal wieder gefallen. Wenn ja, Like, Abo, ihr kennt das ja alle. Und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für eure Unterstützung und tschüdelü. Tschüdelü? Ja, tschüdelü. Tschüss.